Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Jetzt würde ich euch als erstes ganz gerne nochmal kurz das Menü zeigen, weil mir gerade aufgefallen ist, als ich das Spiel gespeichert bzw. als ich das Spiel kurz unterbrochen habe, weil der Part ja zu Ende war, habe ich gesehen, dass man hier auch noch einiges erklären kann. Und zwar sieht man hier die Hauspunkte. Slytherin führt gerade, aber Slytherin führt grundsätzlich fast immer. Gefolgt von uns. Und Ravenclaw und Hufflepuff haben in diesen Spielen einfach gar nichts zu melden. Die sind immer weit, weit zurück hinter uns. Hier sieht man, wie viele Boden ich im Moment gesammelt habe, wie viele Bildkarten und wie viele Hauspunkte nochmal wir haben. Und ja, Spiel abbrechen ist ja unnötig. Optionen kennt man auch. Hier geht es zurück zum Spiel und hier ist das sogenannte Folio Magi. Da kann man sich die Bildkarten dann nochmal genauer angucken und hat hier drunter auch immer einen Text zu den bestimmten Zauberern. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich habe über diese Bildkarten wirklich viel über die Harry Potter Welt gelernt. Und die erste und häufigste, die man natürlich findet, ist Albus Dumbledore. Geboren, weiß man nicht, gegenwärtig Schulleiter von Hogwarts, gilt als einer der größten Zauberer der jüngeren Geschichte. Jetzt steht hier natürlich nicht das, was in den Büchern erwähnt wurde mit Nicholas Flamel und den Anwendungen von Drachenmilch und sowas. Aber es sind auf jeden Fall so kleinere Texte, die ich sehr... Geheime Bildkarte freischalten, sammle 24 Bildkarten und 250 Bohnen aller Geschmacksrichtungen. Dann besiege den, dessen Name nicht genannt werden darf. Okay, also wenn man das Spiel zu Ende hat, kann man natürlich noch weiterspielen. Dann ist das Spiel nicht einfach vorbei, so wie bei normalen, wie es bei Spielen halt öfter auch mal ist. Und dann hat man noch die Möglichkeit, hier Geheimnisse freizuschalten, Bildkarten zu finden und Bohnen zu finden und damit dann noch diese geheime Bildkarte freizuschalten. Das habe ich allerdings noch nie geschafft. Ich will es natürlich jetzt versuchen, hier in... Harry hat auch so eine geile Brille, sehe ich gerade. Ich würde es natürlich versuchen, hier im Let's Play dann tatsächlich zu schaffen, dass ich diese Bildkarte freischalte. Das wäre natürlich richtig genial. Wenn ich hier dann noch etwas habe, was ich in den vorherigen Spielen nie geschafft habe. Ich habe noch das Gefühl, dass der Sound zu laut ist. Kleinen Moment. Aber die Musik nochmal? Ne, Musik aus will ich auch nicht. Soundlautstärke muss ich dann jetzt auch mal so ein kleines bisschen runterfahren, weil ich glaube, sonst versteht ihr mich kaum. Das wäre nicht so gut. So, jetzt geht dann natürlich die Tür auf. Ach nee, da muss ich noch eins. Ach, das sind jetzt schon drei. Das werden hier mal mehr. Blub, blub, blub. Ach, das ist Quirrell. Nee, da will ich noch nicht hin. So, Stern. Es gibt, glaube ich, 10 dieser Sterne hier über die ganze Aufgabe verteilt. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob ich hier schon mal alle 10 gefunden habe. Verwende den Flipendo-Zauber bei diesem Block, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Der braucht immer ultra lange, bis er einfach irgendwas gesagt hat. Zum Glück habt ihr ja Untertitel. Wenn ihr das schlecht verstehen solltet, tut es mir wahnsinnig leid, aber ich habe immer Angst, dass ihr mich nicht versteht. Flipendo. Und deswegen muss ich den Sound schon so ein bisschen leiser machen. Flipendo. What the fuck? Was zum Henker ist das? Das war voll der Musikbug gerade, ey. So cool, das hatte ich auch noch nie. Halt, stopp, du darfst da noch nicht drauf. Du musst erst noch einmal zaubern. Danke. Das war hier mega genial. Also diese Spiele sind natürlich noch auch super verbuggt und speichern. Und man findet halt noch unglaublich viel. Die Physik in diesem Spiel spielt überhaupt nicht. Die Logik ist außerhalb aller... Ne? Und so. Es ist... einfach ein sehr, sehr altes Spiel. Okay, hier geht's runter ins grüne Nichts. Möchte ich nicht unbedingt in Erfahrung bringen, was da dann auf mich zukommt. Hui. Das ging schnell. Okay, hier hoch. Jetzt muss ich aber hier rüber. Padding. Mini-Bone.
29 Bohnen. Da geht jetzt die Tür auf. Dann habe ich da auch direkt den nächsten Stern. Ach, da hält es sich auf einmal fest. Schau einer an. So. Das sind 4 Sterne. Jetzt muss ich allerdings zugeben, dass ich gerade nicht wirklich sicher bin, wo es weitergeht. Muss ich zurück? Ist doch Blödsinn. Warum soll ich da zurück müssen? Muss ich, aber hier geht es nicht weiter, okay? Ja. Ne? Das klingt logisch. Kann ich darüber? Oh. Nein, kann ich nicht. Jetzt muss ich... oh Gott. Ah, Angst. Okay. Hier komme ich gerade her. Ja, hier komme ich gerade her, aber... wo zum Henker geht's jetzt weiter? Ja. Ich bin ein klein wenig verwirrt, muss ich zugeben. Ah, warte. Tada. Nein. Ach, ich habe das ja hier reingeschubbert, ne? Das geht nicht hoch und runter. Nein. Da oben ist noch ein Stern. Also muss es da hinten irgendwo weitergehen. Hier oben, da oben muss es irgendwie weitergehen. Selbst hier, wo ich das Spiel schon 20.000 Mal durchgespielt habe, versagt einfach komplett mein Orientierungssinn. Aber es geht nicht weiter. Bin ich jetzt blöd? Warum? Ah. Hab's gefunden. Okay. Ja, man muss ein bisschen um die Ecke denken, beziehungsweise um die Ecke gucken. Lauf vor. Ach so, nee, hier. Das da. Okay. So, jetzt sollte sich das... Wolltest du bitte? Danke. Jetzt bewegt sich dieses Teil hier auf uns zu. Ich schätze immer ganz gerne so ein bisschen ab, wann ich denn jetzt darüber springen kann und wann nicht. Ich muss das schon mal anzaubern hier. Dann kommt das hier nämlich rüber. So, zack. Oh, halt die Schnauze. Pieps schon wieder, ey. Ah, hui. Und lass mich da rein. Danke. Stern. Und böse. So, jetzt muss ich natürlich warten, bis die komische Plattform hier wieder zurückkommt. Platforming gab es in den früheren Spielen also auch schon. Hui. Oh. Hui. Das war knapp. Okay, wenn man den Sound ein bisschen leiser gestellt hat, dann stört man das gar nicht so sehr, dass wir die ganze Zeit die Zauber immer vor sich hin ruft. Bringt's was? Nee, von der Seite trifft er nicht. Aber von hier jetzt. Hui. Oder muss ich da hinten nochmal hin? Nein, ich glaube nicht. Ah doch, da hinten geht's weiter, aber hier muss ich den Stern holen. Zack. Hui. Es gibt ja auch diese sehr genialen Lego-Versionen von Harry Potter und von eigentlich 100.000 anderen Filmen und Spielen auch. Ich weiß von den Versionen Harry Potter, Star Wars, Batman, Herr der Ringe, Fluch der Karibik. Ich glaube, das sind so die gängigsten Lego-Versionen, die ich bisher mitbekommen habe. Komm schon, treff doch. Dankeschön. Aber nimm mich mit. Einziges Lego-Abenteuer, was ich jetzt noch nicht gespielt habe, ist Fluch der Karibik. Alle anderen habe ich schon, beziehungsweise habe ich zumindest mal angespielt. Nicht unbedingt durch, aber... ah, okay. Das ist ein Gnome, Harry. Gnome belästigen liebend gern junge Zauberer. Wirf ihn auf den Rücken, um die
Aufgabe erfolgreich abzuschließen. Mann, ist das schwierig. Gnome bewegen sich sehr schnell und können wirklich lästig sein. Ja, die sind durchaus sehr schnell. Und hier hinter dem Sofa verschütten sind auch welche. Oh nein! Deshalb sind die mega lästig. Weil die mir einfach alle meine Bohnen klauen. Normalerweise verlieren die auch wieder, wenn man die in so ein Gnomenloch reinschmeißt. Nein! Das ist meine Bohnen. Dankeschön. Das Problem ist, hier ist kein Gnomenloch, in das ich die reinschmeißen könnte. Demnach, ja, muss ich leider auf meine Bohnen verzichten, die eingesammelt haben. Glückwunsch, Potter. Du hast die Aufgabe bestanden. Danke. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Nun mach dich aber auf den Weg zum Stylische Brille, Harry. Flugunterricht. Flugunterricht ist ein ganz böse gewesen. Im Gemeinschaftsraum von Gryffindor unterhielten sich Harry, Ron und Hermine über die ersten aufregenden Tage in Hogwarts. Es gab viel Gerede um den Einbruch bei Gringotts, der Zaubererbank. Die drei hatten jedoch nicht sehr viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, da sie schon bald zum Flugunterricht mit Madame Hooch mussten. Flugunterricht war bei der PlayStation ganz, ganz schrecklich, weil ich einfach mit dem Controller und dieser Flugsteuerung überhaupt nicht klarkam. Ich bin deine Lehrerin, Madame Hooch. In deiner ersten Stunde wirst du lernen, durch diese magischen Ringe zu fliegen. Ja. Steuere deinen Besen mit den Pfeiltasten. Mit den Tasten zum Beschleunigen und Bremsen kannst du deine Fluggeschwindigkeit regulieren. Fertig, Harry? Wenn ich pfeife, geht's los. Okay, die Steuerung ist wirklich relativ schwierig. Man muss halt so feinmotorisch muss man schon so ein bisschen was zu bieten haben. Sag ich mal. Sehen, wie du mit kleineren Ringen zurechtkommst. Auch ganz gut. Das Problem ist, die werden nachher noch kleiner. Und man muss sie ja relativ gut treffen, sage ich mal. Da unten seht ihr so einen Balken, der voll wird. Also unten links dieser Balken. Da seht ihr ungefähr, wie viele Ringe ich noch vor mir habe. Jetzt platzieren wir die Ringe mal ein bisschen höher. Freut mich. Und unten links ist die Zeit. Wenn die Zeit vorbei ist, ist halt auch meine Aufgabe vorbei. Und wenn ich dann nicht alle Ringe geschafft habe, ja gut, dann habe ich halt nicht alle geschafft. Zumindest bei der PlayStation-Version war es so, dass ich dann einfach weniger Hauspunkte dafür bekommen habe, beziehungsweise überhaupt weniger Punkte, sag ich mal. Ja, das merke ich. Ach, die werden größer und kleiner, wa? Sieht stark danach aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das böse, ist doch alles kack hier. Oh Gott, nein, 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 nein. Was für ein Ding? Keine Ahnung, was ich von mir will. Ja, hieß es ja Fluggeschwindigkeit regulieren, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Außerdem will ich eigentlich auch gar nicht langsamer werden, weil ich so das Gefühl habe, dass ich alle treffen kann. Okay, meine Zeit ist fast vorbei. Zack. Jetzt probieren wir das Ganze mal mit Ringen, die sich bewegen. Ach, die bewegen sich erst, okay. Die sind aber trotzdem fies. Naja, treffen kann man sie irgendwie schon, aber... Ach, habe ich gerade einen Zeitbonus bekommen? Ich dachte, meine Zeit ist fast vorbei. Oh, da oben ist was, da oben ist was. Das Gryffindor-Ding hat sich bewegt, habt ihr es gesehen? Das wusste ich noch gar nicht. Das kannte ich noch gar nicht. Oh, ich könnte es nicht mehr sogar schaffen, alle Ringe zu kriegen. Komm schon. Nein! Du hast dich sehr geschickt angestellt, Harry. Danke. 15 Punkte für Gryffindor. Naja, ich wette, wenn ich alle Ringe geschafft hätte, hätte ich dann 20 üben, bekommen. Wann immer du willst. Die entsprechende Option findest du im Hauptmenü. Ah, okay.
Hab ich die da? Jetzt mach dich aber auf den Weg zum Zauberkunstunterricht. Einen schönen Tag noch, Harry. Man wird hier von einem Unterricht in den nächsten gescheucht. Ist ja Wahnsinn. Ich bin bei 15 Minuten. Okay. Alohomora, richtig? Du bist ein bisschen zu früh dran, Harry. Aber ich kann dir schon einen Zauberspruch zeigen, den ich mir selber beigebracht habe. Es ist der Alohomora-Zauber. Sag ich doch. Mit ihm kannst du Dinge öffnen, die mit Hilfe von Magie verschlossen wurden. Treib aber keinen Unfug damit. Ach was, ich dachte, also bitte. Was erwartest du von mir? Das ist das Symbol für den Alohomora-Zauber. Wenn ich fertig bin, drückst du einfach die Maustaste und malst das Symbol nach. Ich muss ja zugeben, das ist schon ein bisschen komisch. Los, wenn du fertig bist. Das ist schon ein bisschen komisch, dass Hermine auf einmal mit Lehrerin ist. Also das heißt Lehrerin, ne? Aber... Oh Gott! Meine Hand ist so... Oh Gott! Feinmotorik ist für den Arsch, verdammt. Ich hoffe, ich habe wenigstens 50% zusammenbekommen. Ja, zum Glück. Mein Gott. Okay, Hand ein bisschen ausschütteln. Ich finde diese Symbole immer so cool, die dann da rumfliegen. Aber ich weiß, dass du es noch besser kannst. Ja, ich weiß auch, dass ich das noch besser kann. Ich bin mir sicher, Professor Flitwick hätte dir für diesen Zauber 5 Hauspunkte gegeben. So langsam hat die kann mir Hauspunkte geben. Voll gut, die kann mir Hauspunkte geben. Gib mir noch mehr, los. Oh Baby, jetzt hab ich den Dreh raus. Ich rocke das hier. Mann! Scheiße! Hey, 93%, das war fast gut. Hallo, Mora! Das war ziemlich beeindruckend, Harry. Dankeschön. Das war richtig gut, Harry. Ich bin mir sicher, Professor Flitwick hätte dir mindestens 10 Hauspunkte gegeben. Ich bin dafür, dass er mir mindestens 20 gegeben hätte. Ganz bestimmt. Hast du den Dreh raus? Ich finde auch, so langsam komme ich damit klar. Aber das Problem ist, dieses runter und hoch, das ist so ein bisschen... Gerade das runter ist schwierig. Da. Gibt's auch Punkte dafür, wenn ich noch Zeit übrig habe? 91, ich komme nicht auf die 95. Das war ziemlich beeindruckend. Ich schaffe es nicht, auf 95% zu kommen. Professor Flitwick wäre sehr zufrieden mit deiner Leistung, Harry. Danke. Ich bin mir sicher, er hätte dir 15 Hauspunkte gegeben. 30, mindestens. So langsam hast du den Dreh raus. Okay. Ziel 95%. Komm schon, wir schaffen das. Nein! Ach, das war doch niemals 95%. Komm, können wir gleich vergessen. Hör auf. Oh doch! Oh mein Gott! Hallo, Mora! Wie geil! Ich hab's geschafft! Ziemlich beeindruckend, Harry. Danke, danke. Das war brillant, Harry. Professor Flitwick hätte dir mindestens 20 Hauspunkte dafür gegeben. Danke, danke. Ich weiß, ich bin gut. Ach, ist das schön. Warum kann das nicht mal bei den Lehrern so laufen? Warum bei ihr? Den Alohomora-Zauber zu verwenden. Wir haben noch etwas Zeit, bevor der Zauberkunstunterricht anfängt. Die Tür vor dir wurde mit Magie verschlossen. Verwende Alohomora, um sie zu öffnen. Aber klar. Alohomora! Sieht schon cool aus, wenn er das verwendet. Du hast es geschafft! In diesem Raum gibt es 2 Geheimnisse. Ob du es wohl schaffst, sie herauszufinden? Flipendo! 2 Geheimnisse und 2 Sachen stehen hier in diesem Raum. Das ist schon schwierig. Alohomora! Tada! Also ich finde dafür, dass es damals vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so war, nee, länger her, sind die Effekte gar nicht so übel. Wenn du damit fertig bist, dich selber zu bewundern, Harry, kannst du ja mal einen Blick in die magische Truhe werfen. Aber... Ich Verwende bin doch so schön. Humor, um sie zu öffnen. Man kann den Spiegel, glaube ich, auch verzaubern. Warte, ich zeig's dir. Tada! Ne? 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 Also. Es hatte schon so seinen Sinn, dass ich in den Spiegel geguckt habe.
mit Bildern klappt das übrigens auch. Ja. Diese schwarzen Truhen haben auch ganz oft Bildkarten drin. Ups. Ja, auf, danke. Ja. Durch diese Tür kommst du zum Unterrichtsraum für Zauberkunst. Dankeschön. Die mit dem Buch davor, alles klar. Ich würde aber ganz gerne noch einmal hier eine Bohne rausholen. Und hier auch. Was haben wir hier in der Ecke noch? Ich gehe jetzt einfach alle Ecken mal durch. Haha! Tata! Was? Eine Bohne nur? Ist das euer Ernst? Dafür, dass ich diesen coolen Geheimgang gefunden habe. So. Einmal. Und zweimal. Hui. Bam, bada, bam. So, aber ich glaube, das war es an Geheimnissen hier. Dann würde ich aber sagen, mache ich den Unterricht in den nächsten Part. Bei wie vielen Minuten bin ich jetzt? 20 Minuten, perfekt. Dann würde ich mit dem Unterricht im nächsten Part beginnen. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es macht euch auch genauso viel Spaß wie mir. Ich freue mich über jeden Part, bei dem ich neue Abonnenten dazu bekomme und positive Bewertungen. Also wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und über Kommentare freue ich mich natürlich auch immer riesig. Gerade wenn ich Fragen in den Videos stelle. Dann finde ich es cool, wenn ihr kommentieren würdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.